Hallo liebe Leute, wir sind hier bei dem Händler und zwar für das Item Juwelenkoralle. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wo ihr die Schildkröteninsel gemacht habt mit dem kleinen Jungen, mit dem Finn. Woher oder was mache ich mit dieser Juwelenkoralle? Ganz einfach, diese Juwelenkoralle ist eine Art Marke, mit der ihr euch ermuntern könnt und zwar bei dem Luxusgüterhändler. Diese Luxusgüterhändler gibt es in fast jeder Hauptstadt, gibt es einen. Also wir haben hier in Ostdoterra auch eine Burg. Müssen wir hier runtergehen, wir können ja mal gucken. Und diese Luxusgüterhändler haben meistens Mounts. Also der hätte ja zum Beispiel die drei Schildkröten. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was der im Borg Luterra hat. Und dann schauen wir mal, ob wir uns alle kaufen. Weil das ein schönes Tier ist. Wie gesagt, diese Koralle bekommt ihr, wenn ihr das Herz der Schildkröteninsel holt. Komplett die Questreihe erledigt, dann bekommt ihr das mit dem Herz der Schildkröteninsel als Geschenk. Kann ich nur empfehlen, ist eine schöne Questreihe, sehr süß gemacht, ein bisschen lang, aber ihr habt ja mein Video im Internet und da könnt ihr euch das dann aussuchen. Du, wie es den anderen Kontinenten ergeht? Teilweise bin ich ja momentan so viele Videos dran, wo ich gar nicht mehr weiterkomme zum Spielen, deswegen Wir setzen die ich versuche euch Kurse gerecht zu ab. werden und bin dran, da auf jeden Fall auch ein bisschen weiterzukommen Content. Waren Schauen wir mal, was der ausgelagert. Händler hat. Also ihr seht, die haben alle dasselbe. Wisst ihr Bescheid? Juwelenkoralle, euch eine Schildkröte aussuchen. Hier auf diese Lupe könnt ihr euch dann ansehen, wie die aussieht. Ne? Und dann könnt ihr euch dann entscheiden. Also ich nehme die untere. So. Somit haben wir ein neues Mount. Ne? Wo ist das? Reittiere. Das ist das neue Mount, was wir uns jetzt freigespielt haben. In dem Fall bedanke ich mich und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit der Schildkröte wie ich. Wiedersehen.